Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 12. Coding Challenge schon wieder. Wow, wir sind fast schon Jubiläum, da jeden Monat eine rauskommt, ist das unser Jahresjubiläum mehr oder weniger, zumindest grob gesehen. Also ich meine, das ist ja wirklich plus minus. Kommt immer mal vor, dass es ein bisschen verschiebt oder sowas, aber cool. Ja, was wir hier haben, ist eine neue Aufgabe für euch, und zwar ihr sollt berechnen die minimale Größe eines Arrays. Und zwar eines ganz besonderen Arrays. Das heißt, was ihr machen müsst, ist folgendes. Wenn diese Summe von diesem Array hier, also wir haben eine Liste, List, und eine Zahl k. Und diese Zahl ist mal wieder eine Summe. Und wenn jetzt hier ein Array existiert, oder eine Liste sozusagen existiert aus 8, 10 und 4. 8 plus 10 plus 4 ist erstmal 22, plus 4 ist 24. Dann ist die Länge von diesem Ding hier 4. Das heißt, was ihr machen müsst, ist die Summe zu berechnen, und sobald die größer ist als k, habt ihr sozusagen eine Lösung. Ihr sollt jetzt nicht aber irgendeine Lösung liefern, sondern die Lösung mit dem kürzesten Array oder der kürzesten Liste hier innen drin. Das heißt, ihr geht hier sozusagen diese ganze Liste durch und seht irgendwann vielleicht mal hier sowas wie a 4 plus 9 plus 10, oh, das ist größer als die Summe, ist es nicht in dem Fall, aber es ist in meinem Beispiel jetzt einfach mal größer, Punkt. Und sagt hier, okay, das ist größer und die Länge von dem Ding, die ist 3. Und dann habt ihr eure Lösung. Ja, also ihr sucht sozusagen die minimale Lösung auch. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Lösung. Achtet darauf, dass ihr natürlich das Ganze wieder zurückschicken müsst an den Server, das heißt über einen, achso ja, erstmal über einen Get-Request, über die URL, die unten in der Beschreibung steht, bekommt ihr die Aufgabe, und über einen Post-Request, auch über die URL, die in der Beschreibung steht, könnt ihr die Aufgabe senden. Ihr habt nur eine gewisse Zeit, wie immer natürlich, aber das sollte auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze als Code ausführt, dann sollte da kein Problem auftreten. Eure Lösung ist dieses Mal eigentlich wirklich bloß die Länge von diesem Subarray, also von diesem Ding. Also in unserem Fall wäre es jetzt 3 gewesen, weil 4 zu lang gewesen wäre und 2 hätte es nicht gegeben und 1 sowieso nicht, weil alle Zahlen hier zu klein dafür waren. Im anderen Beispiel wäre es zum Beispiel 5 gewesen, weil 1, 2, 3 und 4 hätte es nicht gegeben. Und 5 hat es gegeben, aber 6 wäre wieder logischerweise zu lang gewesen. Also immer die kleinste Zahl oder die kleinste Länge, die ihr hier sozusagen findet. Ist eigentlich jetzt auch nicht wirklich so eine schwere Aufgabe, aber ich glaube, es ist eine ziemlich interessante. Und ja, ich wünsche euch mal wieder ganz viel Spaß. Und genau, es gilt eigentlich immer dasselbe wie immer. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nicht 50 Mal wiederholen. Genau, viel Spaß. Bis dann. Ciao.